Hallo liebe Leute, vorhin geht es um ein TV-Duell zwischen Herbert Kickl von der FPÖ und dem aktuellen Bundeskanzler Österreichs Karl Nehammer am 23. September. Und bevor wir uns das Duell angucken, lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf die Situation Österreichs, auf die wirtschaftliche Situation. Und dazu gucken wir uns einmal an die letzten 5 Jahre, das Wirtschaftswachstum. Hier sehen wir, dass Österreich um 1,7 Prozentpunkte im Durchschnitt gefallen ist. Bei Deutschland sind es 1,3%, wohingegen Polen um 16,2% gewachsen ist. Kroatien sogar um 23,3%. Dänemark hat aber auch einen guten Wert oder Portugal. Und auffällig ist auch, Griechenland steht ziemlich gut da. Polen ist mit 16,2% auch stark gewachsen. Italien mit 5,9% auch überraschend stark. Frankreich ist bei 0,6. Also wir sehen, es gibt große Unterschiede in der EU in den letzten 5 Jahren. Schauen wir uns als nächstes die Strompreise an. Deutschland hat zusammen mit Steuern 41,2 Cent. Österreich ist mit 26,5 Cent deutlich billiger, aber auch nicht sehr billig. Aus meiner Sicht, man muss ja denken, Österreich hat die Alpen, sie haben Wasserkraft. Aus meiner Sicht sollte, ja, ist es überraschend hoch, wobei es natürlich noch viel besser ist als in Deutschland. In Frankreich ist der Strompreis bei 23,2 Cent und sehr günstig ist Ungarn mit 11,6 Cent oder Bulgarien mit 11,4 Cent. Spanien ist auch auffällig günstig. Auffällig ist, dass Rumänien das Kunststück hinbekommt, teurer zu sein als Deutschland und Holland ist noch teurer. Der EU-Durchschnitt liegt bei 29 Cent, wobei Deutschland deutlich darüber liegt und Österreich etwas darunter. Schauen wir uns als nächstes die Gasversorgung Österreichs an. Es ist deutlich, dass Österreich stark abhängig ist von einer Pipeline, die durch die Ukraine geht. Deutschland hat zuvor auch von über Nord Stream Gas bezogen aus Deutschland. Und auffällig ist, dass also Routen über den Balkan erst in Planung sind. Das heißt, die Beziehungen zu Russland spielen eine sehr große Rolle in Österreich. Schauen wir uns jetzt im Vergleich dazu an, wie Russland gewachsen ist. Man sieht, dass im Jahr 2022, man muss immer 4 Balken zusammenrechnen. Man sieht also, dass Russland 2022 große Probleme hatte, aber es seitdem, seit sie sich erholt haben und sie mit 5% wachsen, was schon sehr viel ist, wovon Deutschland nur träumen kann. Werfen wir jetzt einen Blick auf das nominelle BIP. Man muss unterscheiden zwischen dem nominellen und dem realen Bruttoinlandprodukt, weil ja die Preise eine Rolle spielen, wie das einzuschätzen ist. Also beispielsweise, wenn die Mieten hoch sind oder die Energiepreise hoch sind, also man eine hohe Lebenshaltungskosten hat, die im Vergleich viel höher sind als in einem anderen Land, dann ist das natürlich mit einzubeziehen. Hier haben wir aber nur das nominelle BIP, wohingegen wir vorhin das reale BIP hatten. Also das sind jetzt nur die reinen Eurozahlen. Das nominelle BIP in Deutschland ist 48.750 Euro pro Kopf, in Österreich etwas höher mit 52.250. Frankreich ist darunter, Italien auch etwas darunter. Und auffällig ist, dass Ungarn, Polen und Kroatien heranrücken. Also das sieht jetzt erstmal wenig aus mit 20.000, aber man muss ja daran denken, das ist nicht das reale BIP. Und die Hälfte von Frankreich oder etwas weniger als die Hälfte von Deutschland, das ist ordentlich, wenn man an die viel niedrigeren Lebenshaltungskosten denkt. Wir erinnern uns an den niedrigen Strompreis in Ungarn. Das gleiche gilt auch für Kroatien und Bulgarien, das in einem deutlichen Kontrast zu Albanien steht. Das Mittel der Eurozone ist bei 41.000 Euro, wobei Deutschland etwas darüber liegt. Schauen wir uns zum Schluss noch kurz das Wirtschaftswachstum 2023 an. Die Unterschiede sind hier auch sehr groß. Die Eurozone ist im Durchschnitt 0,4% gewachsen, Deutschland ist um 0,3% gefallen und Österreich um 0,8%. Wohingegen Spanien beispielsweise deutlich wächst. Kroatien sowieso. Wir erinnern uns an relativ niedrige Energiekosten in Spanien. Was kann man also zusammenfassend sagen? Die wirtschaftliche Situation in Österreich ist etwas besser als bei uns. Aber vor allen Dingen der Trend ist nicht besonders gut. Das Wirtschaftswachstum ist stärker gefallen als in Deutschland. Und aus meiner Sicht sind das relativ gute Voraussetzungen für die FPÖ. Auch die Abhängigkeit vom russischen Gas spricht für die FPÖ. Gucken wir uns jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte an. Mit einem Wort, wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Herrn Nehammer beschreiben?
Ich würde sagen, es ist ein schwieriges Verhältnis. Ja. Es war einmal ein recht gutes und dann ist da etwas passiert, wo ich eine andere Wahrnehmung der Dinge habe als Karl Nehammer. Sie werfen mir ja vor, dass da irgendwo eine Radikalisierung bei mir passiert sein soll. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Das kann ganz Österreich ja auch bezeugen. Ich rede von den 2 Jahren der Corona-Pandemie. Dort haben Sie sich und alle Ihre Regierungsmitglieder dieser schlechtesten Regierung der Zweiten Republik in einer unglaublichen Art und Weise radikalisiert. Sie haben versucht, dieses Land aus einem Normalzustand, aus einem demokratischen, in einen totalitären Ausnahmezustand zu überführen. Und Sie haben es mit den Maßnahmen in Ihrer Radikalisierung bis zum Exzess getrieben. So deutlich muss man das ja sagen. Sie haben Dinge erfunden, die es nirgendwo anders gegeben hat. Ich denke an einen Lockdown für Ungeimpfte. Nichts anderes als eine reine Schikane gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und man hat das Gefühl gehabt, und das ist ein wesentlicher Punkt, je mehr die Evidenz gegen Sie gesprochen hat, und das sieht man ja jetzt bei den RKI-Protokollen, das ist ein Thema, das Sie natürlich am liebsten verräumen möchten, aber je mehr die Evidenz gegen Sie gesprochen hat, desto radikaler sind Sie geworden. Und damit man mir jetzt nicht vorwirft, dass ich das sage, es gibt ja einen entsprechenden Videoauftritt auch, kann jeder nachschauen, da hat Ihr Gesundheitsminister Johannes Rauch sich dafür gelobt, dass man die eigene Bevölkerung mit einer Radikalität in dieser Form sozusagen zwangsbeglückt hat, die er sich gewünscht hat für alle weiteren politischen Maßnahmen. Und da sind wir dann schon bei dem, wie Sie es auch anlegen. Das setzt sich nämlich nahtlos fort im Klimakommunismus, jetzt das setzt sich nahtlos fort zu bei Beginn, der Zerstörung der Neutralität. Denn die Frage war eigentlich nach einem Wort gerichtet, das war jetzt ein bisschen viel gleich zu Beginn. Herr Bundeskanzler, ich würde Sie mal Replik bitten und aber dann auch gleich noch meine Frage nachschießen. Radikal ist nämlich gefallen. Sie machen Ihr Nein ja nur an der Person von Herbert Kickl fest, nicht an der FPÖ. Warum soll denn die FPÖ, die diese Corona-Politik, die uns der Herr Kickl gerade vorgetragen hat, natürlich mitträgt, eine andere ohne Herrn Kickl sein? Also zunächst einmal, glaube ich, zu dem Punkt, der sehr schön jetzt schon auch zeigt, wo wir uns total unterscheiden, Volkspartei, FPÖ und ich als Karl Nehammer gegenüber Herbert Kickl. Die Pandemie war mit Sicherheit einer der größten Herausforderungen in der Geschichte der Zweiten Republik und es war ein Herbert Kickl, der lauthals einen Shutdown gleich am Anfang gefordert hat und ihm war jede Maßnahme zu wenig und zu kurzgreifend. Und Politik aus meiner Sicht zeichnet sich dadurch aus, indem man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Und ich bin der Erste, Herr Kickl auch, das habe ich mehrfach schon getan, und wir sind die einzige Bundesregierung innerhalb der Europäischen Union, die sich auch bereit war, eine Überprüfung zu stellen, wie denn die Pandemiepolitik war, die einen Bericht hat anfertigen lassen, wo alle Schwächen aufgezeigt worden sind, von Medien, Politik und auch Wissenschaft. Aber das Entscheidende ist, und das lasse ich mir auch eben von einer Polemik in einem Wahlkampf nicht nehmen, wir haben Fehler gemacht bei den Entscheidungen, aber wir haben entschieden. Stellen Sie sich vor, wir hätten nicht entschieden. Und das, was ganz wichtig ist, die Grundlage jeder Entscheidung war immer, Menschenleben zu retten. Wie sind die Intensivstationen belastet? Ich war selbst auf den Intensivstationen auf Besuch. Ich habe mit den Pflegerinnen und Ärzten gesprochen. Ich habe die Patientinnen und Patienten gesehen an den Beatmungsgeräten. Es war eine mehr schwierige Zeit. Es war für die Menschen massiv belastend. Wir waren ständig uns nach vorne handelnd nach den Erkenntnissen und wir haben versucht, von den Menschen Schaden abzuwehren. Und ja, man kann heute mit dem Wissen von heute viele der Entscheidungen in Frage stellen, aber damals hatten wir dieses Wissen nicht. Es ging immer um das Entlasten der Intensivstationen und gerade die vom Herrn Kickl letzt besprochene Maßnahme war auch dazu gedacht, die Intensivstationen zu entlasten. Salzburg und Oberösterreich waren bereits im Lockdown, weil die Intensivstationen überlastet waren. Es war eine Notsituation in diesem Land und das ist eben genau, finde ich, das Wichtige. Wenn man politische Verantwortung trägt, geht man auch immer das Risiko ein, Entscheidungen zu treffen, die entweder vielleicht falsch sind oder notwendigerweise die Menschen belasten und zu keinen Popularitätswerten führen. Das habe ich getan und dazu stehen wir, aber wir stehen eben auch zu unseren Fehlern. Das, was die FPÖ nicht gemacht hat, sie hat das Übliche gemacht, sie hat Angst verstärkt, sie hat die Angst genutzt der Menschen, um daraus wieder politisch auch Kapital zu schlagen. 2 völlig konträre Zugänge zum Thema Pandemie und Corona. Aber noch einmal, also meine Frage habe ich nicht vergessen. Der Corona-Fonds, das ist ja eine Koalitionsbedingung gewesen in Niederösterreich, wo Herbert Kickls FPÖ regiert mit ihrer ÖVP. Worin unterscheidet sich die FPÖ und würde sie sich unterscheiden, wenn Sie sagen, FPÖ ja, aber Herbert Kickl nein? Ich habe immer gesagt, ich kenne viele vernünftige Kräfte auch in der FPÖ. Und das, was ich bei Herbert Kickl erlebt habe, ich war ja selbst Generalsekretär der türkis-blauen Koalition. Ich habe Herbert Kickl im Parlament 6-mal gegen Misstrauensanträge verteidigt. Also ich habe auch seine Veränderungen und vor allem meine Erkenntnis nachher als Innenminister zusammenführen müssen in dem, dass ich gesehen habe, dass er sich selbst oder sie sich selbst, wenn ich sie direkt anspreche, einfach radikalisiert hat. Sie sitzen in einer Pressekonferenz und sprechen von der Weltgesundheitsorganisation, die Seuchen wie die Kinderlähmung bekämpft weltweit und auch erfolgreich ist als die zukünftige Weltregierung. Das Wirtschaftstreffen in Davos
besprechen oder benennen sie als die Vorbereitung der Weltherrschaft. Und jetzt kann jedem seine Meinung bleiben, das ist das Recht in der Demokratie. Aber das, was ich gelernt habe, ist, in schwierigen Situationen, du brauchst Menschen, auf die du dich verlassen kannst und nicht der Verschwörungstheorie anhängen. Und das ist nur Herbert Kickl, sagen Sie. Vielleicht, bitte, wenn man da ganz kurz darauf replizieren darf. Wissen Sie, ein verantwortungsbewusster Regierungschef hätte in dieser Phase nicht die Scheuklappen links und rechts angelegt und wäre sozusagen Hals über Kopf weiter mit einer Strategie, die sich zunehmend als falsch erweist, durch diese Pandemie gegangen. Und das ist das, was uns unterscheidet, weil Sie diese erste Phase angesprochen haben. Ich kann mich gut erinnern, als wir das im Parlament miteinander diskutiert haben. Und damals war es der Stand der Dinge, dass es rasche Maßnahmen braucht. Ja? Aber die Zeit ist nicht stehen geblieben und es haben sich Dinge um Österreich herum von anderen Regierungen anders entwickelt. Ja? Das, was Sie nicht gemacht haben, das war über den Tellerrand der eigenen Strategie zu schauen. Und das ist so verwerflich, weil man damit eigentlich, und jetzt bin ich bei dem, was Sie mir vorgeworfen haben, weil man damit eigentlich etwas Wesentliches tun hätte können, was ich mir von einem Regierungschef erwarte, den Menschen Zuversicht und Hoffnung zu geben. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn ich weiß, dass der Alarmismus des Beginns nicht gerechtfertigt ist, wenn ich weiß, dass diese Bilder von irgendwelchen Särgen und Lastwegen nicht der Realität entsprechen, sondern dass das Gefahrenpotenzial ein deutlich geringeres ist, wenn ich merke nach Monaten, dass die Lockdowns das Gegenteil von dem bewirken, was sie angeblich bewirken sollten, wenn ich bemerke, dass die Impfung nicht der Gamechanger ist, sondern dass man sich weiter infizieren und anstecken kann und wenn ich vor allem weiß, dass im Grunde genommen ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung wirklich als Person einer größeren Gefahr ausgesetzt ist, dann erwarte ich mir von einer Regierung, dass man das in die Bevölkerung hineinkommuniziert und den Leuten die Angst und die Sorge nimmt. Sie haben bis zum Schluss das Gegenteil gemacht und haben in einer Situation, als jeder andere sich schon von dieser Idee der Impfung als Gamechanger verabschiedet hat, die Zwangsimpfung durchgesetzt. Herr Nehammer, das ist Sturheit, ich möchte jetzt nicht sagen Dummheit oder Resistenz, dagegen weiterzulernen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt noch etwas. Herr Kickl, ich schaue immer auf die Redezeit. Ja, aber das ist globalistische, Ansätze gibt, ja, ein paar bei bestimmten internationalen Organisationen, das ist ja wohl unbestritten. Zu Beginn wusste man aber vieles eben noch nicht, nämlich zu Beginn der Pandemie, wenn Sie die Särge in Norditalien ansprechen. Das habe ich ja gerade gesagt. Ja, wusste man nicht. Die paradoxe Situation, die sich uns allen hier darstellt, ist ja trotz all dieser Kritik, wollen oder müssen Sie eigentlich mit der ÖVP regieren, das ist Ihr einziger Weg in eine Regierung, trotz all dieser Kritik. Ja, Frau Schnabel, wir bewerben uns um das Vertrauen der Bevölkerung. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass mehr investiert wird in Österreich. Das heißt eben, deshalb ist im Österreich-Plan von mir auch drinnen, dass wir die Lohnnebenkosten senken, die Überstundenbesteuerung abschaffen, Wirtschaften möglich machen, Freiräume schaffen. Und das Allerwichtigste, Frau Schnabel, und deswegen, das ist auch nachlesbar sozusagen in meinem politischen Tun, habe ich mich eben genau dafür eingesetzt, dass es Forschungsfreiheit, Innovationsfreiheit und Technologieoffenheit in der Europäischen Union gibt. Weil die Dampfmaschine ist nicht verboten worden, sondern durch etwas Besseres ersetzt. Und das gilt für alle zukünftigen Technologien. Und wir in Österreich haben eine gute Erfahrung gemacht in der sogenannten Forschungsprämie. Das ist eine Steuergutschrift, hat zu hohen Investitionen in Österreich geführt. Und wir sind mittlerweile das drittinnovativste Land innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, im Gegensatz zu den anderen parlamentarischen Parteien oft, finde ich, wir müssen mit der Zuversicht die Probleme angehen und nicht immer nur die Probleme nennen und dann sozusagen von der Problemnennung auch politisch leben. Das ist zu wenig. Wir brauchen tatsächlich Lösungsansätze und die sind da. Gut, ich würde aber gern zu einem Punkt kommen, muss sich fundamental unterscheiden. Herr Kickl, Sie kommen auch sofort dran. Aber das würde genau dazu passen. Ja, ich glaube, Sie merken sich das und dann replizieren wir gleich. Es gibt nämlich einen, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Es gibt einen Punkt, da unterscheiden Sie sich fundamental. Wenn es darum geht, man wird auch einsparen müssen, das Budget sanieren, das sagen Sie, Sky-Shield, das brauchen wir nicht. Da würden wir laut der Verteidigungsministerin belaufen sich die Kosten auf 6 bis 7 Milliarden Euro einsparen. Herr Nehammer, ich erkläre es kurz für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Das wäre ein europäisches gemeinsames Luftschutzschild eigentlich, anlässlich des Russlandkrieges oder Überfalls auf die Ukraine. Ist das für die ÖVP, nämlich Sky-Shield, unverhandelbar? Es ist eine Investition in die Zukunft und Sicherheit Österreichs. Ich habe mehrere Artikel auch da von Seiten Herbert Kickls und der FPÖ gelesen, wo ich nicht nachvollziehen kann, dass eine Partei, die auch sogar Rot-Weiß-Rot eben auch auf der Brust trägt, so wie ich, sich dem Thema Landesverteidigung in dieser Form verweigert. Warum? Weil wir ein neutrales Land sind, weil wir unseren militärischen Schutz selbst übernehmen müssen. Und ich habe dann so eine Äußerung gelesen, naja, wir sind ja umgeben von NATO-Staaten, die werden das schon für uns machen. So einfach ist es nicht. Vor allem sind die Bedrohungen in der Zukunft. Wir haben im Kurzstrecken-, Mittelstrecken- und Landstreckenbereich völlig neue Bedrohungsformen. Der Ukraine-Krieg hat das gezeigt, auch jetzt wieder der Krieg im Libanon. Und wir sehen, dass nicht nur sozusagen militärische Einheiten in Zukunft über solche Mittel verfügen werden, sondern vor allem auch zum Beispiel terroristische Verbände. Das heißt, Österreich muss in der Lage sein, in dieser Hochtechnologiefrage
seinen Luftraum zu schützen, das heißt die Menschen in Österreich zu schützen. Und weil das eben sehr kostenintensiv ist, braucht es ein Netzwerk, das wichtig ist. Und da ist ja auch Angst gemacht worden, auch das kann ich mir erinnern. Die FPÖ hat gesagt, wir geben angeblich die Neutralität auf. Sie haben das ist falsch, aber ich wollte es noch fertig sagen, weil es aus meiner Sicht wichtig ist zu erklären. Die Souveränität, welches Flugobjekt bekämpft wird, bleibt immer im Land. Das Entscheidende ist, dass wir an der Technologie teilhaben, dass wir bessere Preise beim Einkauf erreichen. Es ist wie eine Einkaufsgemeinschaft, es ist eigentlich eine deutsche Initiative, wo sich europäische Staaten angeschlossen haben. Und deswegen finde ich es wichtig und richtig, das weiter fortzuführen. Natürlich werde ich das in einer Regierungsverhandlung verteidigen. Also unverhandelbar. Herr Kickl, eine Verständnisfrage. Sie sagen ja, damit würde die Neutralität abgeschafft werden. Nur zum Verständnis. Wenn es jetzt darum geht, Österreich zu verteidigen im Fall des Falles, dann hätte das Bundesheer mehr Geld, vielleicht auch mehr Gerätschaft, aber der Personalmangel, der da ist, der würde bleiben. Und alle hohen Militärs sagen, das ist auch der Grund, dass die neutrale Schweiz bei Sky Shield ist. Mit aktuell 55.000 Soldatinnen und Soldaten können sie Österreich nicht verteidigen. Also wer soll uns dann schützen? Frau Schnabel, die Realität im Zusammenhang mit der Landesverteidigung ist wohl die, dass ein kleines Land, die einen Angriff einer Großmacht wahrscheinlich nicht abwehren wird können. Das ist die Realität auf der ganzen Welt, dem muss man sich stellen. Ja. Aber ganz kurz noch, bevor ich auf Sky Shield eingehe, etwas Wichtiges zum Thema Wirtschaftsprogramm. Wir sind da in vielen, vielen Punkten einer Meinung. Ja. Und vieles von dem, was Sie angesprochen haben, ist grundvernünftig, Investitionen und Freibeträge, das ist alles gescheit. Das Einzige, was nicht zusammenpasst mit dem, was Sie sagen, ist Ihr Koalitionspartner, den Sie als Präferenz haben. Das sind nämlich die Sozialdemokraten und die wollen das genaue Gegenteil, weil die machen eine Politik, die den Wirtschaftsstandort im wahrsten Sinne des Wortes das Genick bricht. Und wie Sie das zusammenbringen wollen, das müssen Sie einmal auch Ihren Anhängern erklären und den Wirtschaftstreibenden in der ÖVP. Und jetzt noch etwas zum Thema Sky Shield. Ich habe das etwas mitgebracht, nur damit Sie das einmal auch sehen können, wovon wir reden. Ja, das ist also eine Europakarte und da sehen Sie Sky Shield mit einer Reichweite von 200 Kilometern. Das ist also das, wie weit diese Raketen schießen können. Und die haben mir dann erlaubt, hier mit oranger Farbe die russische Grenze nachzuziehen. Sie sehen also hier eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen der Reichweite dieser Raketen und dem Aggressor. Das ist deswegen interessant, weil ich mich frage, wovon sie dann eigentlich ausgehen. Dass Russland möglicherweise dann schon irgendwo in Ungarn steht oder in Polen oder in Tschechien. Wenn das der Fall ist, Herr Nehammer, dann wird Ihnen Sky Shield auch nicht mehr nutzen, weil dann sind wir nämlich in einem Krieg zwischen Russland und der NATO und dann wahrscheinlich sind alle Dämme gebrochen und vieles läuft ja darauf hin, dass wir dieses Eskalationsszenario, ja, dass das von Seiten der Europäischen Kommission auch mit ihrer Unterstützung weiter vorangetrieben wird. Und jetzt noch etwas. Natürlich ist das ein Bruch der Neutralität, Herr Nehammer. Natürlich, weil Sie in dieses Bündnis, wo allein auf dem Papier, mit dem das eingeleitet wird, auf zwei Seiten 11-mal das Wort NATO vorkommt. Integrierte Luft- und Raketenverteidigung der NATO, europäischer Arm der NATO, Kommandostruktur der NATO. Ja, weil Sie damit zu einem Zeitpunkt, wo sich NATO-Staaten bereits im Konflikt mit Russland befinden, in dieses Bündnis einsteigen. Das ist nicht nur einfach eine Einkaufsgemeinschaft, weil das Ganze auch nur funktioniert, wenn man es miteinander koordiniert. Und mein Vorwurf an Sie ist, dass Sie durch diese Teilnahme Österreich zu einem Angriffsziel machen. Das ist das Problem. Ja, Sie stehen dann de facto mit NATO-Staaten im Verbund, das ist ein NATO-Beitritt durch die Hintertür. Und da sage ich Ihnen als freiheitlicher Politiker, da haben die Österreicher meine und unsere Garantie, dass keine Familie einen jungen Mann in Österreich dafür hergeben wird müssen, dass er dann irgendwo als Handlanger der NATO-Interessen irgendwo in einen Krieg ziehen muss. Das wird es mit uns nicht geben. Also wieder das nächste Beispiel dafür, dass wir sehen, dass Angstmache immer Teil der freiheitlichen Politik Herbert Kickls ist. Aber Herr Nehammer, Sie sagen ja, die Russen wollen uns beschießen, sonst brauchen Sie das Ding ja nicht. Das Thema ist, das ist Angstmache. Das Thema ist, wir haben jetzt mehrfach erlebt, welche Bedrohungsszenarien neu und noch verstärkt entstanden sind. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Terrororganisationen, die immer stärker auch mit diesen Mitteln arbeiten. Wir sehen den Iran hier als globalen Player der Versorgung. Und es ist richtig und notwendig, auch als neutrales Land, das wehrhaft ist, Herr Kickl. Und Sie, so wie ich, haben den Eid auf unsere Verfassung abgelegt. Und beide waren wir beim österreichischen Bundesheer. Wir waren auch bereit, auch dafür zu kämpfen. Und ich halte das für mehr als richtig und wichtig. Und das kann man nicht nur drüber reden, sondern man muss auch etwas dafür tun. Man muss auch investieren und man muss in den Schutz der Österreicherinnen und Österreicher investieren. Und dass dieses Thema Neutralität, und Sie haben ja jetzt auch wieder Bilder erzeugt, plötzlich kommt die NATO ins Spiel und Soldaten, die irgendwo hingeschickt werden. All das ist nicht Realität. Angst versus Realität. Realität ist, wir haben die Chance, die österreichische Bevölkerung besser zu schützen als davor. Wir werden das tun und umsetzen. Wir sind gemeinsam mit der Schweiz die glaubhaftesten neutralen Staaten auf dem Kontinent neben Irland. Das heißt also, wir sind in guter Gemeinschaft, weil ja der Anspruch der gleiche sein muss, dass man Menschen schützt. Und natürlich nutzt man das Know-how der anderen, genauso wie dass man sein eigenes Know-how zur Verfügung stellt. Wir sind ja auch Vollmitglied der Europäischen Union. Und es ist immer gut, gemeinsam zu agieren als Einzeln.
Das sehen Sie ja auch da, wenn Sie die Hand anschauen, die einzelnen Finger bewirken gar nichts, aber gemeinsam bilden sie eine Faust. Und wenn es um die österreichische Landesverteidigung geht, braucht es Geschlossenheit, das beste Gerät, und wir rüsten gerade nach, das österreichische Bundesheer. Da haben Sie auch wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Da ist viel zu lange nichts getan worden, auch unter einem freiheitlichen Verteidigungsminister. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt die Stunde nutzen, um uns darauf vorzubereiten, dass die wehrhafte Demokratie tatsächlich wehrhaft ist. Und vor allem, wenn uns Neutralität wichtig ist, und sie ist mir wichtig, dann müssen wir sie glaubhaft leben. Und glaubhafte Neutralität gelebt heißt, eigenständig für seine Sicherheit sorgen zu können, zumindest einen gewissen Zeitraum. Und das ist genau mein Anspruch. Das nicht. Meine Herren, ich würde jetzt gerne dieses Kapitel genau abschließen und zu einem Punkt kommen, der bei den nächsten Regierungs-, auch Sondierungsgesprächen vielleicht, eine sehr große Rolle spielen wird. Es ist ein Punkt, den der Bundespräsident eingebracht hat vor gut 2,5 Jahren, woran er das festmachen möchte, nämlich eine künftige Regierung muss eine proeuropäische Haltung haben und sie muss geschlossen sein. Und jetzt sind wir noch einmal beim Angriffskrieg Russland. Er ist mir damals unter Hanno Settele gegenübergesessen und es ging um die Sanktionen. Um die zu bestimmen, mitzubestimmen auf Brüsseler Ebene, beziehungsweise auch ein Hilfspaket, braucht es Einstimmigkeit. Herr Kickl, Sie sind dagegen. Würden Sie einlenken für eine Regierungsbeteiligung? Und Herr Nehammer, ist das eben, um mit den Worten des Bundespräsidenten zu sprechen, eine Bedingung für eine nächste Regierung, hier auf EU-Ebene geeint aufzutreten? Ja, schon anfangen. Bitte. Also es ist kein Geheimnis, dass wir keine Unterstützer dieser Sanktionen sind. Aus dem einfachen Grund, weil Sanktion ist ein schön färberisches Wort für einen Wirtschaftskrieg. Und Wirtschaftskrieg ist eine andere Form von Kriegsführung. Man kämpft heute nicht nur mit Waffen, sondern man kämpft eben auch mit wirtschaftlichen Mitteln. Und Sie können sich vielleicht erinnern, als das losgegangen ist. Es war ähnlich wie bei den Waffenlieferungen. Man hat zunächst gesagt, man sanktioniert eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Kreis von Leuten, die Oligarchen rund um Putin herum, um dort eine entsprechende Wirkung zu entfalten. Und mit jedem Monat und mit jeder Woche in der Zwischenzeit ist es mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden. Ähnliche Entwicklung haben wir bei den Waffenlieferungen. Man hat mit Helmen begonnen und in der Zwischenzeit diskutiert man darüber mit Unterstützung Ihrer Partei, ob man nicht mit irgendwelchen Mittelstreckenraketen auch Russland selbst beschießen kann. Was das bedeutet, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Und deshalb glaube ich, dass der entscheidende Schritt der ist, dass wir rauskommen aus dieser Eskalationsspirale. Also nein. Und Frau Schnabel, und das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt, ich bringe dieses Beispiel, weil es mir so leid tut, dass es Persönlichkeiten dieser Größe heutzutage nicht gibt. Kennedy und seine Friedensrede 1963. In einer Phase, als die Welt vor einem Atomkrieg gestanden ist. Ja? Und jetzt weiß ich, und das ist, glaube ich, die Überzeugung von uns allen, dass Kennedy auf der richtigen Seite war, nämlich auf der Seite der freien Welt. Aber er hat eines erkannt. Er hat eines erkannt, wenn er auf dieser Position beharrt und wenn er weiter nichts anderes sagt als ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht, dann ist es möglich, dass das in der Totaleskalation endet. Und er hat etwas gemacht. Er hat gesagt, trotz aller dieser Unterschiede muss einer den ersten Schritt machen und eine neue Ebene aufmachen. Und das hat er damals getan in dieser legendären Rede, die von den Russen dann auch angenommen wurde. Und das war, und Moment einmal, aber das war der Beginn einer Entspannungspolitik, die dazu geführt hat, vielleicht, dass wir heute noch da stehen, ja, sonst wäre uns dieser Globus sein? Ich vermisse auf europäischer Ebene, Sie haben ja gerade von der europäischen Dimension gesprochen, bei aller Rechthaberei, diese laute Stimme, die sagt, Moment einmal, auch wenn wir recht haben, es muss jetzt Schluss sein. Und während wir dort diskutieren, sterben dort sinnlos Leute. Am Ende wird sich jeder fragen, wozu war das Ganze gut? Ich sage Ihnen das heute bitte schon voraus, dass es so sein wird. Herr Nehammer, ist das eine Bedingung? Da geht es ja immerhin um die geschlossenes Auftreten in Brüssel. Wichtig ist dazu zu erklären, worum geht es grundsätzlich? Warum sind Sanktionen wichtig? Und gleichzeitig jeder Versuch auch eine Initiative, dass wieder Frieden stattfindet. Ich war selbst als einer der wenigen EU-Regierungschefs tatsächlich persönlich bei Wladimir Putin und davor in Kiew und war selber auch am Massengrab in Butscha. Das war gerade eine Woche, nachdem die russische Armee sich vom Versuch, Kiew einzunehmen, zurückgezogen hat und an dem Versuch gescheitert ist. Dann ist der ganze Angriff im Osten verstärkt worden, den wir jetzt noch immer erleben. Und das Thema ist, auf der einen Seite braucht es das klare Signal, dass die Ukraine nicht alleine und im Stich gelassen wird. Warum ist das wichtig? Weil der russische Präsident sonst völlig falsche Signale bekommt. Er reagiert auf jedes Zeichen von Schwäche. Und auf der anderen Seite braucht es alle Kanäle. Und ich war ja nicht nur bei Wladimir Putin oder eben bei Zelensky, sondern ich habe auch sehr viel mit dem türkischen Präsidenten zusammengearbeitet in dieser Frage, der ja die Istanbuler Friedensgespräche geführt hat. Es gibt viel Know-how, wie man auch wieder zu einem Friedensdialog auch kommen kann. Das Thema ist, es braucht auch einen Punkt, wo die russische Seite beginnt, Friedensgespräche ernsthaft zu führen. Und während Schulen, Spitäler, Infrastruktur angegriffen wird, ist es unmöglich, über Frieden zu sprechen. Das Entscheidende ist in dieser Phase, dass es einen Punkt gibt, und es gibt viele Kräfte, die hinter den Kulissen daran arbeiten, dass eben auch die russische Seite beginnt zu erkennen, dass sie mit Krieg keinen Erfolg haben wird. Und das ist genau der wesentliche Punkt. Das, warum es ja diese Sanktionen gibt und warum es diese Geschlossenheit der Europäischen Union gibt, hat ja eine zutiefst
moralischen Hintergedanken auch aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Man hat sich damals darauf verständigt, nie wieder Krieg auf dem europäischen Kontinent. Und wir haben wieder Panzer, Marschflugkörper, Drohnenangriffe auf dem europäischen Kontinent. Man versucht, politische Grenzen in Europa wieder mit den Mitteln des Krieges zu verschieben. Das ist genau der Grund, warum man es nicht einfach zur Kenntnis nehmen kann, sondern man muss aufzeigen, dass das der falsche Weg ist. Das sind die Sanktionen dahinter. Und übrigens auch da, es ist weder Gas sanktioniert, noch sind es die Ölsaaten, noch sind es die Düngemittel. All das hat man eben nicht getan. Das ist russische Propaganda, die immer wieder verbreitet wird, dass das in irgendeiner Form den Gaspreis beeinflusst hätte. Sondern entscheidend ist, dass man Sanktionen deshalb auch führt, um zu zeigen, das ist der falsche Weg. Und auf der anderen Seite, und da bin ich der erste Mittler dafür, auch innerhalb der Europäischen Union und vor allem glaubhaft, wie gesagt, weil ich einer der wenigen bin, der tatsächlich auch mit Wladimir Putin selber gesprochen hat, dass es diese Gesprächsbereitschaft immer braucht und Wege gesucht werden. Aber die gehen nicht laut vor sich, sondern hinter den Kulissen. Da diese Frage trennt Sie. Eine kurze Frage dazu stellen, weil das von Relevanz sein wird. Wenn die Europäische Union so überzeugt davon ist, dass das der einzig richtige Weg ist, was werden Sie denn machen oder was wird die Europäische Union machen, wenn nach den Wahlen in den USA, und ich glaube, es ist egal, wer von den beiden Kandidaten diese Wahl gewinnt, dort eine andere Strategie gefahren wird? Weil die Amerikaner nämlich aus machtpolitischen Interessen heraus eines nicht haben wollen. Das ist eine zu große Annäherung Russlands zu China. Was werden Sie machen, wenn die Amerikaner sich zurückziehen und sagen, wir machen bei diesen Sanktionen nicht mehr mit, wir stellen diese Waffenlieferungen ein? Replik von Herrn Nehammer, dann zahlen die Nettozahler der Europäischen Union das alles. Wie soll das funktionieren? So, bitte Replik von Herrn Nehammer. Zum einen ist schon die sogenannte Annäherung zwischen der Russischen Föderation und China gerade für die Russische Föderation mehr als eine dramatische Gratwanderung in ihrer eigenen Außenpolitik, weil China oftmals in der Geschichte sogar militärisch der Feind war. Also das bedeutet auch, dass für den russischen Präsidenten es mehr als unangenehm ist, abhängig zu sein neben einer Großmacht, die ständig größer, nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich immer stärker wird, versus Russland sich komplett auf Kriegswirtschaft eingestellt hat und in dem Moment, wo der Krieg endet, auch die russische Wirtschaft schwersten Schaden von dieser Maßnahme genommen haben wird. Das heißt also, man muss das Zusammenwirken immer suchen. Man muss gemeinsam mit den Verbündeten weltweit, und es ist nicht nur die USA oder es ist nicht nur Europa, sondern es geht ja vor allem auch eben um die Volksrepublik China oder Indien. Der indische Premierminister war deshalb bei mir, weil wir auch darüber gesprochen haben, wie können wir den Boden für Frieden bereiten. Indien ist ein wirklich guter Freund Österreichs geworden und auch gibt mittlerweile immer bessere und intensivere Wirtschaftsbeziehungen. Das heißt, man muss den Blick, von dem Sie vorher gesprochen haben, viel weiter sehen. Lateinamerika, Asien, Indien im Speziellen, weil es auch die größte Demokratie der Welt ist, hier als Verbündete zu gewinnen. Was nicht funktionieren soll, finde ich, und das ist auch gemeinsames Verständnis, auch europäischer Erfahrung aus den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Russische Desinformation, Freund-Feind-Denken, Opfer-Täter-Umkehr sollten nicht Teil unserer politischen Auseinandersetzung sein. Nein, unsere politische Auseinandersetzung sollte darum gehen, zu sagen, wo finden wir Verbündete, dass tatsächlich der Krieg ist. Meine Herren, die Zeit fliegt uns davon, Herr Kickl. Sie haben jetzt die große weite Welt angesprochen und das ist das letzte Thema. Und da würde ich Sie um kürzere Antworten bitten, dass ich schon noch herlegen möchte, weil es einfach den Wählerinnen und Wählern ein großes Anliegen ist, Asyl und Migration. Herr Kickl möchte einen Asylstopp und das Recht aussetzen, weil er sagt, wir haben einen Notstand. Keinen Asylantrag mehr annehmen, damit wir auch hier noch die Fakten am Tisch legen, wäre verfassungswidrig. Herr Nehammer, interessiert uns natürlich, Ihre Partei stellt den Innenminister. Haben wir einen Notstand derzeit? Also was ist auch in dieser Diskussion wieder das entscheidende Momentum, immer auch für die Freiheitlichen, das Thema Angstmache. Ja. Aber die Asylzahlen gehen zurück. Das ist aber ein wesentlicher Punkt, dass tatsächlich der Kampf gegen die illegale Migration seit 2015 ein brennendes Thema ist. Das wissen wir alle, die sich in der politischen Verantwortung befinden und jeder in seiner. Das Entscheidende ist, wie schaffen wir tatsächlich, illegale Migration zu bekämpfen? Und da hatten wir heute schon im Sendungsverlauf einen wesentlichen Hinweis und der Weg muss aus meiner Sicht gegangen werden. Österreich setzt sich ja sehr erfolgreich dafür ein, auf der einen Seite, dass der Außengrenzschutz gestärkt wird. Wir kriegen sogar den EU-Kommissar in dieser Frage. Also man sieht, die österreichischen Anstrengungen sind gesehen worden. Wir haben die illegalen Grenzübertritte zwischen Ungarn und Österreich um 97% reduziert. Das ist einerseits durch polizeiliche Kooperation gelungen, aber andererseits auch durch konsequentes Vorgehen der Polizeibehörden. Wir haben letztes Jahr über 700 Schlepper verhaftet. Aber das ist mir noch wichtig. Sie sagen, das geht nur europäisch mit dem Asyl- und Migrationspakt, der 2026 in Kraft tritt. Darf ich nur meine Gedanken noch fertig führen, weil sonst ist er unpräzise. Das, was auch da wieder Herbert Kickl gut versteht, ist, er gibt ein komplexes Problem, zeigt an und für sich plausible Lösungswege, die nur leider in nichts verlaufen, weil sie so nicht umsetzbar sind. Das Entscheidende ist, wir müssen den Druck an den Außengrenzen reduzieren, damit tatsächlich die illegale Migration gestoppt wird. Das geht durch Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Das geht um konsequente Rückführungen mit großen Abkommen von Seiten der Europäischen Union, auch mit Nordafrika, auch mit Sonderabkommen, so wie es Österreich mit Marokko getan hat. Sie sprechen es geht immer nur mit Zusammenarbeit. Asyl- und Migrationspakt. Und deswegen meine letzte Frage noch, Herr Kickl, zu diesem Thema. Aus dem wollen Sie aussteigen?
Und Sie wollen das national lösen? Wir haben folgendes großes Problem. Und wir haben dieses Problem seit dem Beginn dieses ganzen Desasters im Jahr 2015-16, als ja auch die ÖVP auf der Seite derer, die diese Völkerwanderung begrüßt und unterstützt haben, gestanden ist. Das Problem ist, dass wir aus dem Reparaturmodus nicht herauskommen. Das ist das große Problem. Sie wollen das nur national lösen. Noch einmal. Der entscheidende Punkt ist, dass wir eine totale Umkehr in unserem Denken und in unserem Handeln, was das Asyl betrifft, zustande bringen. Das ist die Festung Österreich. Ich würde mir wünschen, Frau Schnabel, dass es eine Festung Europa gibt, so wie es eine Festung Australien gibt. Ja, die aussteigen gibt's, ja. Oder nicht, Herr Kickl? Die gibt es ja. Jetzt noch einmal, jetzt hat er sehr lange gesprochen, jetzt darf ich bitte auch noch ein bisschen was sagen. Ja? Wenn die Europäische Kommission hergehen würde und sagt, wir wollen das haben, wir machen eine Festung Europa und wir kommunizieren so offensiv nach draußen, wie es die Australier tun. No way, ihr habt keine Chance, wir wollen niemanden von euch, dann wäre das der richtige Weg. Der EU-Migrationspakt ist nichts anderes als eine Mogelpackung, wo man zum 10. Mal davon spricht, dass man jetzt die Außengrenzen sichert, was auch immer das bedeuten soll. Von Verteidigen spricht dort kein Mensch, von Pushbacks spricht dort kein Mensch. Und gleichzeitig sagt man, naja, aber wenn ihr es dann einmal geschafft habt auf den Boden der Europäischen Union, dann verteilen wir euch. Es gibt keine Obergrenze, das ist ja ein Pull-Faktor, Ende nie. Und dann sagt man auch, nebenher müssen wir dann bitte auch noch legale Fluchtwege schaffen. Und sehen Sie, das ist die Unehrlichkeit. Die Europäische Union will gar keinen Stopp dieser Völkerwanderung, sondern man will ihn nur anders organisieren. Und deswegen sagen wir, na gut, dann müssen wir uns selber helfen. Und dann wird es viele kleine Festungen geben. Eine Festung Österreich, eine Festung Ungarn, eine Festung Slowakei. Und irgendwann einmal wird dann der Druck so groß werden auf die Europäische Union, dass am Ende eine Festung Österreich, Herr Kickl, eine Festung Europa überbleibt. Ich fasse das jetzt zusammen. Ihre Position kennen wir. Sie sagen nur national, Sie sagen europäisch, Herr Nehammer. Wir sind schon weit über der Zeit. Meine Herren, ich hoffe, wir haben hier die Positionen wirklich sehr gut rausgearbeitet. Was war auffällig? Herbert Kickl hat aus meiner Sicht gepunktet, als er die EU-Sanktionen als das benannt hat, was sie sind, nämlich ein beschönigendes Wort für Wirtschaftskrieg. Es ist auffällig, dass immer sehr stark mit Worten gearbeitet wird. Also beispielsweise, wenn es NATO-Einsätze gab, dann waren es immer Einsätze. Es waren nie Kriege, es waren immer Militäreinsätze, beispielsweise in Afghanistan. Oder es werden Sanktionen verhandelt. Beispielsweise gegen Kuba, gegen Iran, es sind immer Sanktionen. Aber tatsächlich ist es natürlich ein Wirtschaftskrieg, der die Leute dort ganz hart trifft. Vor allem Kuba hat darunter sehr stark gelitten. Das Wort Sanktion ist verharmlosend. Erst wenn man sich damit gedanklich auseinandersetzt, dann wirkt es nicht mehr. Also auch bei mir, bei jedem, wenn er das Wort Sanktion hört und nicht weiter darüber nachdenkt, dann wirkt es deeskalierend beschönigend. Im Vergleich zu dem, was es ist, nämlich ein Wirtschaftskrieg. Was war weiter auffällig? Aus meiner Sicht war überraschend, wie oft Karl Nehammer in die Offensive kommen konnte. Wie er sich darstellen konnte, dass er bei Corona das Beste wollte und wie er Herbert Kickl angreifen konnte und dabei aus meiner Sicht punkten konnte. Und ich stelle sich die Frage, wie kann das sein? Aus meiner Sicht ein großes Problem ist, und das wird, denke ich, sehr stark unterschätzt, dass die Politiker nicht richtig informiert sind. Und aus meiner Sicht ist das beim Ukraine-Krieg ganz stark der Fall. Es ist aus meiner Sicht ganz eindeutig, dass Herbert Kickl keine alternativen Medien konsumiert oder sehr wenig. Er sich aus den Altmedien informiert. Und jetzt denkt man sich, ja, ein Herbert Kickl, er muss doch viel besser informiert sein als wir alle. Aber wir müssen daran denken. Sein Tag hat auch nur 24 Stunden. Er muss die Partei organisieren. Er ist den ganzen Tag irgendwie unterwegs wegen seiner Partei. Und er hat auch noch Familie. Das heißt, der Medienkonsum nimmt in seinem Tag wahrscheinlich keinen großen Raum ein. Und ich wette, er hat noch nicht Tacheles angeguckt oder irgendeine andere Sendung. Da kommt er gar nicht hin. Wie soll er auch drauf kommen? Er wird wahrscheinlich nicht YouTube konsumieren, sondern er liest dann eben auch die NZZ oder irgendwelche konservativen Nachrichtenblätter. Aus meiner Sicht ist anders die schwache Argumentation im Hinblick auf Russland oder wie er auch damit die Möglichkeit gegeben hat, Karl Nehammer sich als verantwortungsvoll hinzustellen. Auffällig ist ja, dass Herbert Kickl überall zum Glück die FPÖ die richtigen Positionen vertritt. Aber aus meiner Sicht, das Problem war auch bei Herbert Kickl, dass er zu viel wertend geantwortet hat. Also er hat gesagt, das finde ich gut, das ist vernünftig, ich unterstütze diesen vernünftigen Vorschlag der ÖVP, aber und so weiter, das ist nicht vernünftig. Und aus meiner Sicht entscheidend sind die Informationen, die sitzen. Das heißt, auf eigene Wertungen, was man vernünftig findet oder nicht, das ist vollkommen egal. Entscheidend sind die Informationen. Also zum Beispiel, nehmen wir ein anderes Beispiel, Daniele Ganser. Er bringt unglaublich viele Informationen. Und als Botschaft bringt er immer,
ich bin für den Frieden und so weiter. Ich finde, wir sollten die Menschen, wir sollten uns nicht umbringen. Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir sollten uns nicht umbringen. Aber jedenfalls, mir geht es so, wenn ich jetzt ihn, seine Videos konsumiere, die ich sehr gerne mir anschaue, dann, was jetzt auch wieder niemanden interessiert, ob ich das gerne anschaue oder nicht, es ist vollkommen egal, aber auffällig ist, dass ich was ganz anderes empfinde. Also mich macht das wütend. Aufgrund der Information bin ich wütend und möchte, dass diese Leute bestraft werden. So geht es mir und so geht es wahrscheinlich den allermeisten. Es macht mich unglaublich wütend. Und was er dann, also entscheidend sind die Informationen. Und deswegen ist auch bei Herbert Kickl entscheidend, was er für Informationen den Leuten bringt. Und aus meiner Sicht, da kam bei Russland, Ukraine, kam viel zu wenig. Oder er hat jetzt bei Corona, da hat er die RKI-Files erwähnt, aber er hat nicht erklärt, was da jetzt drinsteht oder was konkret da drin ist. Und aus meiner Sicht, man sollte sich darauf, es ist effizient, sich darauf zu beschränken, die wichtigen Informationen möglichst wertungsfrei abzugeben oder erst die Informationen zu bringen, wenn man dran ist, sofort die wichtigen Informationen, hat ja nur ein begrenztes Zeitbudget, sofort die wichtigen Informationen abklappern, mit einer Themenlenkung, die die Moderation nicht verneinen kann, also die sich logisch aus der Frage ergibt, eine Themenlenkung betreiben und die wichtigen Informationen. Natürlich wird er unterbrochen, aber er kann nicht beliebig unterbrochen werden. Das heißt, er bringt Informationen und wenn er die Informationen gebracht hat, dann bringt er ganz am Kurz seine Wertung, deswegen will die FPÖ das und das. Deswegen wollen wir das und das. Aus meiner Sicht, punkten konnte er sehr wahrscheinlich mit seiner Festung Europa bei dem Thema Asyl. Aber ich denke, er kann damit nur ein begrenztes Publikum begeistern. Jedenfalls mir geht das so, natürlich, man will keine unkontrollierte Massenmigration. Aber Leute nach Hause zu schicken, das ist nichts Schönes. Es tut einem um die Schicksale leid. Also jedenfalls mir geht es so. Das heißt, natürlich ist es wichtig, dieses Problem zu lösen, aber es ist ein Thema, das nicht begeistert. Es ist eine Notwendigkeit, die selbstverständlich getan werden muss und viel erreicht man damit auch, aber ich denke, wenn man wirklich, man muss sich ja hohe Ziele setzen. Und das Ziel der ÖVP, der FPÖ kann es ja nicht sein, unter 30% zu bleiben. Also auch wenn man die stärkste Partei wird, aus meiner Sicht, unter 30% ist eine klare Niederlage. Das gilt für die FPÖ genauso wie für die AfD. Wobei jetzt in Deutschland die Situation die ist, dass mit BSW, man muss aus meiner Sicht die Stimmen von AfD und BSW zusammenrechnen, auch wenn BSW AfD diffamiert. Weil bei den entscheidenden Themen sie nicht dem Mainstream entsprechen. Also man ist nicht mehr geistig kolonialisiert. Das gilt für BSW vielleicht sogar noch mehr als für AfD. Wenn man jetzt die AfD-Westverbände anguckt. Also in der AfD ist das im Fluss, die Leute sind am Umdenken, aber jedenfalls aus meiner Sicht kann man sagen, man muss dieses Ergebnis zusammenrechnen. Und wenn man jetzt, man muss ja dran denken, in Österreich gibt es nur die FPÖ. Und dann ist es plötzlich, sieht die Lage nicht mehr viel besser aus als in Deutschland. Und damit kann man nicht zufrieden sein. Und natürlich mit dem Asylthema, da kann man mit punkten, aber aus meiner Sicht, Herbert Kickl und die FPÖ, sie fokussieren sich zu sehr auf das Thema und das sieht man daran, dass Herbert Kickl aus meiner Sicht im Ukraine-Krieg über die Geostrategie, über die Hintergründe überhaupt nicht informiert ist. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen, ihr aus Österreich, ihr könnt mir das ja mal erklären, aber ich verstehe nicht, wie so ein Auftritt mit so einer Argumentation zustande kommt. Und ich bin darüber eigentlich, persönlich bin ich sehr enttäuscht. Weil eigentlich, ich hätte von Herbert Kickl viel mehr erwartet. Aus meiner Sicht, wie er argumentiert hat, ist ja auch schön, ihm zuzuhören. Er kann auf eine Art und Weise reden, dass man ihm gerne zuhört. Das hat er auch jetzt gemacht. Aber inhaltlich war das viel zu wenig, war das viel zu dünn. Also da liefern AfD-Leute und natürlich auch Sarah Wagenknecht jetzt wieder, auch wenn sie mit zusammengebundenen Armen kämpft und die wichtigsten Sachen gar nicht erklärt. Also da liefern mittlerweile, in Deutschland wird da viel mehr abgeliefert. Sowohl von AfD als auch von BSW. Und aus meiner Sicht, wahrscheinlich war man zu zufrieden in Österreich. Man hat gedacht, man ist jetzt stärkste Kraft und es gibt ja auch, also natürlich, es gibt jetzt klammheimlich doch wieder eine Ausgrenzung, weil es wird jetzt gesagt, man will mit Herbert Kickl nicht koalieren, aber tatsächlich ist es doch so, dass es eine reine Ausrede ist, um mit der FPÖ nicht zu koalieren. Oder Streiten die FPÖ zu tragen, weil es natürlich klar, wenn man mit Herbert Kickl, das wird die FPÖ nicht machen, wird nicht ihren Spitzenkandidat absägen. Oder sie werden sich auf diesen billigen Trick, sich deswegen zu streiten oder dann einen anderen Spitzenkandidat zu benennen
Herbert Kickl abzusägen. Das ist ein billiger Trick, worauf sich die FPÖ nicht einlässt. Das heißt, das ist eine heimliche Brandmauer. Aber tatsächlich gibt es in Österreich auch eine Brandmauer, wird sie jetzt auch errichtet. Also das ist in Deutschland anders, weil es nicht diese Tradition mit den Brandmauern gibt, weil es gab ja eine ÖVP-FPÖ-Koalition. Und das ist natürlich den Leuten schwer vermittelbar, jetzt Brandmauern aufzubauen, wo diese Koalition schon funktioniert hat. Also in Österreich ist die Situation eigentlich eine viel bessere Ausgangssituation in Österreich. Und natürlich, die FPÖ war in einem Tief nach der Ibiza-Affäre. Und jetzt ist man um 10 Prozentpunkte gestiegen und 27% ist natürlich weit über dem, was jetzt die AfD erreicht. Aber es ist eben immer noch viel zu wenig, weil man ist die FPÖ ist allein, ihr Ziel muss 40% sein. Oder zumindest deutlich über 30%. Irgendwas mit 20% ist eine klare Niederlage. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das morgen ausgeht. Aber aus meiner Sicht, das wird darauf hinauslaufen. Die FPÖ wird nicht regieren. Und es wird wie in Deutschland sein, dass halt diese Brandmauer jetzt aufgebaut wird heimlich und es wird dann eben alles gegen die FPÖ, so wird es laufen und die FPÖ, man kann natürlich hoffen, dass sie eine Sperrminorität oder ich weiß nicht, ob es sowas gibt im Nationalrat oder dass sie durch ihren hohen Prozentsatz, dass sie möglichst viel Einfluss hat, Untersuchungsausschüsse machen kann. Aber natürlich ist natürlich offensichtlich, dass man mit 20% gegen den Rest. Und so muss man sehen, dass man damit wenig bewirken kann. Die Frage stellt sich jetzt, wie man dieses Informationsproblem abstellen kann. Und aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit ist, dass die Mitglieder auf die Politiker zugehen, ihnen Mails schreiben, sie darauf hinweisen, also sozusagen anschreien, hier, es ist so und so. Und sich nicht denken, ja, die großen Politiker, die wissen es sowieso besser. Sondern ich denke, die Politiker oben, sie wissen vergleichsweise sehr wenig. Und wir müssen die Informationen, wir müssen sie auch dazu aufwecken, vernünftige Medien zu konsumieren. Das ist bei vielen in der AfD und FPÖ, denke ich, noch nicht angekommen. Welche Medien gut sind, das ist beispielsweise die NZZ oder auch die Junge Freiheit in Deutschland. Es ist nicht gut. Die Junge Freiheit aus meiner Sicht jetzt es ist ja dieses mehrstufige System, wo man die Leute abholen will. Und tatsächlich ist, denke ich, auch die Junge Freiheit, wenn man jetzt den Ukraine-Krieg anguckt, die Information, da kommt viel zu wenig. Also das ist auch wieder keine Informationsquelle, die einen über die wichtigen Dinge informiert. Sondern da braucht man auf 1 Kompakt oder natürlich von mir aus auch natürlich selbstverständlich Antispiegel. Das sind die Quellen, die die wichtigen Informationen liefern. Und es gibt natürlich noch viele andere Nachdenkseiten. Und ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, was ihr noch für gute Informationsquellen kennt. Oder Apollo News natürlich. Also das sind die wichtigen Informationsquellen. Und da muss man die Politiker hinbringen, dass sie statt NZZ, statt sich diese Mainstream-Medien anzugucken, müssen sie das konsumieren. Das muss man irgendwie an die Politiker herantragen. Natürlich, die großen Medien können sie auch noch konsumieren, aber die höchste Priorität haben diese anderen Medien, die einen über die wirklichen Sachverhalte aufklären. Und auch natürlich Videos wie von guten Historikern, wie von Daniele Ganser, der einen die Zusammenhänge erklärt. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, weil er kann das auch hervorragend erklären. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das TV-Duell gesehen habt, wie Herbert Kickl in anderen Interviews aufgetreten ist, was euer Eindruck ist, besonders aus Österreich. Ihr könnt ja mal erklären, wie ihr das seht. Macht's gut.